Seit der Zeit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts war man in der Lage, Holz und Parkett auch auf andere Formate zu schneiden, außer die klassischen Dielenformen. In der Zeit sind verschiedene Musterböden und unter anderem auch Chevron entstanden. Mit Chevron sind verschiedene ungewöhnliche, aber tolle Verlegeformen möglich. Da ist zum einen das klassische Fischgrätmuster, was mit Chevron anders aussieht. Des Weiteren gibt es aber eine Vielzahl von anderen Verlegemöglichkeiten. Wir setzen bei Chevron ein klassisches Nut- und Federprofil ein. Und damit ist das eine Ware für den Fachmann. Denn das Parkett muss extrem akkurat ausgerichtet werden, damit es nicht aus dem Winkel läuft. Zunächst wird in der Mitte des Raums eine Grätte ausgelegt, die über Nacht trocknet. Am nächsten Tag kann dann der restliche Raum verlegt werden. Ungefähr einen Tag nach der Verlegung kann das Parkett begangen werden. Vorher besteht die Gefahr, dass sich das Produkt im Kleber noch bewegt. Für Sie als Fachbetrieb bieten wir auf der Internetseite eine Verlegeanleitung an.